Man muss wissen, Iran besteht zu ungefähr 75% aus Wüste. Wer nun sagt, die Wüste zieht ihn magisch an, verständlich, denn nichts ist so schön als Nächte in der Wüste. Man hat den Eindruck, man kann den Sternenhimmel anfassen. Man ist praktisch unter dem Sternenhimmel, der Sternenhimmel ist zum Greifen nah. Und wer nun in der Wüste auch sich aufhalten möchte, oberstes Gebot, niemals alleine, immer mit einem sachkundigen Führer, der weiß Bescheid, Wetterumschwünge und auch Sandstürme, denn wo du heute einen Sandhügel siehst, kann er in 30 Minuten schon verschwunden sein und ist an ganz anderer Stelle. Und wer nun als Tourist aus Europa sagt, ich möchte mal mit einem Kamel ein bisschen die Wüste kennenlernen. Auch das ist möglich. Das Kamel kann natürlich nicht so tief in die Wüste hineinkommen wie ein Geländewagen. Oder man kombiniert und sagt, Wüste eine Tour mit Kamel, dann der Geländewagen, für was man sich auch immer entscheidet. Und der gesamte Iran bietet eine vielfältige Palette von Übernachtungsmöglichkeiten an. Vom Zelt in der Wüste bis hin in den großen Städten eine einfache, schlichte, günstige Übernachtungsmöglichkeit bis hin zur Tatsache 3 Sterne, 4 Sterne, 5 Sterne und in den großen Städten Isfahan, Mashhad und Teheran natürlich sogar Hotels mit dem Status 5 Sterne plus. Natürlich, gar keine Frage, 5 Sterne plus hat ein anderes Preisniveau als die billige, studentengerechte Unterkunft. Das ist aber weltweit so.